Der Benji, der macht Moin zusammen. Moin. Ihr war schon rasiert, geschminkt, sehr schön. Prima, sieht gut aus. Ja. Eigentlich ist Günter Herting für Verkehrsangelegenheiten im oberbergischen Waldbröl zuständig. Jeden zweiten Donnerstag jedoch schlüpft er in eine andere Rolle. Als Marktmeister des Vieh- und Kramarktes sorgt er für einen ordnungsgemäßen Ablauf. Moin Paul. Kommen noch. Hier haben wir einen Ausfall heute. Können wir noch einen Platz mehr vergeben? Morgen. Sein Job beginnt gegen 7 Uhr morgens. Die festeingeplanten Händler haben ihre Stände bereits bezogen. Die Frühaufsteher unter den Kunden sind schon unterwegs. Kein Problem. Kein Thema. Ja? Okay. Okay. Günter Herting verschafft sich einen ersten Überblick. Wer fehlt heute? Wie können die Lücken möglichst abwechslungsreich gefüllt werden? Bis zu 250 Händler wollen ihre Waren an Frau und Mann bringen. Neben Ferkeln, Federvieh und Kaninchen, vor allem Textilien, Lebensmittel, Blumen, Spielzeug bis hin zu Stahl- und Lederwaren. Wie weit dieser Markt ausstrahlt, zeigt sich an den Heimatorten von Händlern und Besuchern. Die meisten kommen aus dem Oberbergischen, viele aus anderen Regionen des Rheinlands und Westfalens, etliche aus der Schweiz. Besonders in den Ferien sieht man auch viele Autos mit niederländischen Kennzeichen. Nach wie vor lebendig sind die Verbindungen zu den Wuppertalern. Viele waren während des Zweiten Weltkrieges in Waldbröl untergebracht. So vereinzelte, altbewährte Händler, die werden schon mal nicht bevorzugt, aber zeitlich früher behandelt an Plätze, die sonst keiner haben will. Dann haben wir die Angelegenheiten schon erledigt. Kleine Baustelle, hindert uns aber nicht heute. Moin zusammen. Grüß dich. Moin, schwarzer Mann. Liste ist auch schon da. Moin, Frau Rent. Hallo. Hier voll Geschäft. Ja, kannst du machen. Morgen. Morgen. Moin, Ruth. Komm, lass hängen. Moin zusammen. Moin zusammen. Ja, ich hatte die Haare abgeschaltet, wie in dem Stand für den Bücher. Weltbüchertag oder sowas. Der wollte den hier hinsetzen. Nee, hat mir nichts gesagt. Ja, dann lass das im Moment mal sein. Da müssen wir erst noch abklären. Ne? Die städtische Bücherei, die macht heute am Weltbüchertag hier einen eigenen Stand auf. Moin zusammen. Nee, es geht um euch, nicht um mich. Ich bin nur Nebensache hier. Sag mal, Günther. Ja, Augenblick. Wir müssen uns aber heute mal unterhalten. Ja. Mal. Kein Problem. Kein Problem. Wollen wir, wenn du Zeit hast? Na, am zweiten Frühstück. Aha. Danke. Okay. So, jetzt geht's zum Frühstücken. Zum ersten kurzen Abklären, welche Abmeldungen bei dem Budenbauer noch vorliegen hier. Ne? Der müsste eigentlich auf seinem Zettel haben, nämlich so große Lücken gibt es eigentlich selten, wie ich sie jetzt habe. Ich habe gerade mal drüber geguckt, also so sind doch einige Lücken da. Ne?
Ja, klar, ganz klar, Engelbert, klar, Hans. Wolf, die Haribo in Engelbert ist noch nicht da. Ja. Hannes? Pötscher Hannes. Unten Hannes, ja, oben. Die waren aber beide Wolf, da, ne? Die ältesten Nachrichten über einen Jahrmarkt in Waldbröl stammen aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. 1851 schlug die Geburtsstunde des Vieh- und Krammarktes in der heutigen Form, mit der Einrichtung von regelmäßigen Monatsmärkten, auf denen hauptsächlich Großvieh gehandelt wurde. In der Blütezeit, nämlich etwa 1925 bis 1935, erreichte der Auftrieb bis zu 16.000 Stück Großvieh und 7.500 Stück Schweine pro Jahr. Diese Zahlen gingen schlagartig zurück, als den jüdischen Viehhändlern die Teilnahme verboten wurde. Ja, Isaac war nicht da, Leder Isaac. Hier oben, ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte der Markt an die frühere Bedeutung als Handelsplatz für Großvieh nicht mehr anknüpfen. Dafür rückte das ursprüngliche Nebenprodukt Krammarkt immer mehr ins Zentrum. Die heutige Mischung ist bunt bis grell, ein schillerndes Kaleidoskop. Ägyptischer Schwarzkümmel neben Heimwerkerschrauben, von der medizinischen Fußpflege bis hin zu Pferdestriegeln und getrockneten Schweineohren. Ach so, den hast du halt über die Ecke gezogen. Und den Schöttler, der Buchladen, die sollen jetzt da hinkommen. Aber Schöttler ist jetzt erledigt, kommt nicht mehr, denke ich mal. Geht man von aus. Ja, bei mir nicht, schade. Dann können wir in der Zukunft, wo ist unser Indio? Beim zweiten Rundgang vergibt der Marktmeister die restlichen freien Plätze. Ein kleiner Balanceakt zwischen Händlerwünschen und richtiger Mischung. Ein Händler braucht nur 2 Meter für Geldbeutel, der nächste 6 Meter für Kartoffeln. Oder aber 2 Vertreter, die ihre Waren wortreich anpreisen, würden sich nebeneinander stören. Hier haben wir noch einen kleinen 3 Meter Stand. Einen ruhigen Vertreter. Nee, das ist für die hier und im Engpass, nee, kannst du nicht arbeiten. Ich hab gedacht, beide. Ruhig, ohne Vortrag. Ja. Ja? Bist du hier, ne? Gut, danke. Ja, genau. Ihr erzählt uns einen über die Weltpolitik hier. Zankt euch drum, jeder ein. Ist zu eng, können wir nicht machen. Da vorne, wo ich letztes Mal gestanden habe. Das ist da, wo ich letztes Mal gestanden habe. Willst du keine Stände heute haben? Keine Stände, dann gehst du hier hin. Ne? Da, wo ich letztes Mal gestanden habe. Linke Seite habe ich letztes Mal gestanden. Keine fertigen Stände, er geht hier hin. Ach so. Ne? Hier 3 Meter. Ja. Hier 6 Meter. Das letzte Mal bin ich hier. Geh du hier hin. Ja, danke. Okay. Ich wieder da mit dem Teppich. Junge, das ist zu eng hier. Das ging gut. Das ist zu eng. Ich dreh dir den Saft ab, wenn du hier Aufstand machst. Keiner Stand dabei. Nee. Also ein bisschen ruhiger wie sonst heute. Okay. Um ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten, stellt die Stadt Waldbröl über einen Unternehmer den Marktbeschickern rund 160 bis 200 Stände zur Verfügung. Den Viehhändlern bleibt die 1983 eingeweihte Halle vorbehalten, ebenso die Plätze in deren unmittelbarer Umgebung. Die gesamte Länge des Marktgeländes summiert sich auf stolze 1,5 Kilometer. Nicht zuletzt profitiert auch der ortsansässige Einzelhandel von den vielen Besuchern. Stände werden nicht abgebaut. Ich lasse ihn stehen. 9 Meter? 6. Gut, hier die 2. Ja. Für dich. Da haben wir noch 3 daneben frei. Willst du den? Ja? Oder auf der Ecke? Auf der Ecke besser. Nimmst du den, ne? So, hier noch 3 Meter frei. Kein Textil. Ja, hier 3 Meter. Den letzten Stand. Mit was? Ja, oben. Ich hab 3 Meter. 2 Meter. Dann 1 Meter. Mit Vortrag. Geht nicht hier. Also, da ist alles klar? Ich brauche auch 3 Meter. Mit was? Portemonnaie ist Lederwaren. Lederwaren haben wir direkt gegenüber. Hab ich gesehen. Auch nicht. So, 2 Meter Spargel. Spargel. Und ja. 1 Meter ist ja ideal. Gehst du hier auf den Stand? Bedanke mich. Ne? Ganz nein, hier den zweiten. Hier. Kann man eben bunt malen, dann findest du den auch. Den. Ja, ja, also, okay. Wenn ich mir Mühe. Ja, einer sagt. Nee. Der ist weg, Harald, wo du stehst. Der geht um den hier. So. Ohne Vortrag. Ja, hier. Was hast du? Portemonnaie. Also immer noch in der Nähe mit dem Leder, aber hier geht's. Ne? Ja. Keine Schlägerei für mich, ja. Morgen haben wir denn hier? Kaspari. Was ist das? Christliche Lade. Aha, so. Gut, weil ich noch nicht feucht habe. Brauchen wir nicht. Doch, machen wir schon. So, 3 Meter. Was Kleines. 3 Meter, genau. 5 Vorträger mit
keiner? Interessiert. 9 Meter. Mit Vortrag. Mit Vortrag. Ja. Können wir hier machen? Ja, klar. Ja, ja, doch. Ja. Gut. Also alle Spezialisten. Ja, haltet euch zurück. Spezialistenplätze haben wir nicht so viele. Ne? Die sind alle schon in fester Hand. Auch nichts. Ich habe Fußpflege und Creme. Und auch mit Vortrag. Ja, auch mit Vortrag. Ja, wenn hier keiner hin. 6 Meter. Was denn? Kartoffel. Ja, dann geh du doch hier hin. Die 2. Ja? Die 2. Nimmst du die 2. Ne? Der rechts, ja, Fußpflege, was kann man doch noch machen, das ist kein Problem. Das geht ja nicht mit, ist ja nicht mit großem Lärm verbunden. Ja, gut, kommst dann da wieder rum, ja, dann vorne. Gehst du mit der Fußpflege. Was brauche ich denn 6 Meter, wenn ich 1 Meter brauche? Keiner, so. Keiner? Nur noch Spezialisten dann jetzt? 6 Meter holen. Nein, wir wollen fertig werden. Ja, hier, 2 Stände, 6 Meter. Okay, da noch einer interessiert, auch nicht. Gut. Ich wollte da wohnen. Ja, und du? Der Mann hat Geburtstag. Und du? Ist er weg? Gebracht? Ja, wir haben doch noch gar nicht. Morgen. Ich hab dir noch mal. Ja, ist doch kein Problem. Wir haben noch Platz genug heute. Ja, wer hat 9 Meter? Hingehen? 9 Meter. Gehst du unten? Ja, komm, ich geh mit. Er geht eben mit dir, da können wir mit den anderen schon mal weiter aufmarschieren. Ja, der kommt doch hier. Ja, wenn du, wo stehst du denn mit dem LKW? Bist du schon oben? Ja, wenn du hier noch reinkommst, gehst du da hin. Da braucht ja auch keiner hin. Okay. Ja. Nee. Nein. Das können wir auf Dauer nicht vergeben. Hier. In 14 Tagen ist er mit den Pflanzen hier. Du willst auch noch welche haben? Was? Ich auch noch welche. Wir haben uns hier aussuchen. Ja. Kommt drauf an, was du schon. Ja, was du schon kannst, dann weißt du ja. Mai und Kapschuk. Mai und ja, nicht gut. Die sind billig. Das Kapschuk, das Mai, das kann ja gehen, aber das Kapschuk. Ja, aber das Kapschuk, das ist ja. Dienstältester Händler ist Reinhold Wittinghofer aus Oberhausen-Stadtrade. Er beherrscht noch die alte Händlersprache, mit der sich früher die Profis untereinander verständigten. Ja, wie viel noch? Gib Jutschuk dabei. Hei Schuckschmied. Jutschuk gibt's dabei. Nein. Ja, was denn? Nee, da kannst du keine mitkaufen. Nee, Jutschuk ist dabei. Na, hei Schuck, da. Ja, verkauft. Muss ich drehen. Seit 1948 beschickt Reinhold Wittinghofer den Markt mit seinen Ferkeln. Die Nachfrage ist zwar spürbar zurückgegangen, dennoch verkauft er bis zu 40 Stück pro Markttag. Oh, gut. Willst du nehmen? Ja, nee, wollte ich einen ganzen haben. Ja, gut, alles klar. Gut, dann gibt's mal einen Karton. Oder 4. Ganz und deiner Macht. Komm mal rein. Eine Sau, oder? Nein, ein Schwein wie ich bin. Kann ich helfen, Schwein, meine Mutter Schwein. Das ist schon gut. Der ist lang. Der ist lang, ne? Ja, den nehme ich schon. Oder nimmst du den hier? Der gehört, bei der SPD, ist auch rot. So, alles klar. Gleich kommen wir noch. Hast bis 1 Uhr Zeit. Alles klar, bis nachher. Ja? Ja? Gut. Ja.
Also ich bin jetzt fast 15 Jahre hierbei und die Mischung ist immer geblieben. Das heißt, Textil ist in der Überzahl auch ganz einfach, richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Ne? Was gewünscht wird, findet sich auch hier immer wieder, vor allem auch Preis. Ja. Auch die Jugend ist für die Billigware, die es hier im Prinzip gibt, noch interessierter zu haben. Ne? Also der Nachwuchs ist nicht nur im Händlerbereich, sondern auch im Kundenbereich gesichert hier. Vor allen Dingen auf ein vernünftiges Warenangebot, auf eine gute Mischung. Sie haben ja selbst gesehen, dass wir also überwiegend Textil hier im Angebot haben. Und da bin ich natürlich darauf bedacht, die Händler vorzuziehen, die mal was anderes haben als nur billige Pullover, Klamotten, Socken und so weiter. Aber das lässt sich meistens nicht verhindern. Wenn ich freie Plätze habe, dann bekommt auch jeder Bewerber seinen Platz, egal welcher Artikel das ist. Hat es denn heute gut geklappt? Heute hat es eigentlich schlecht geklappt. Wir hatten sehr viele freie Plätze. Und deshalb glaubt der einzelne Händler, zunächst mal ein Platzangebot ablehnen zu können, um dann eventuell noch einen besseren zu ergattern. Das führt dann dazu, dass man dreimal die ganze Strecke rumrennen muss, bis sie alle zufrieden sind. Wenn die Plätze sehr knapp sind, dann gehen natürlich auch die Hände schneller hoch. Jawohl, jawohl, ich möchte. Und dann ist man nach einem Durchgang fertig damit. Ne? Aber das hat noch ganz ordentlich geklappt. Ich musste niemanden ausschicken. Der Würstchenstand der Hausfrau Rosi Soestmann. Der kleine Familienbetrieb ist bereits seit 3 Generationen auf dem Markt vertreten. So, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Lach nicht so, du. So, der Junge. Dieses Öl. Ja. Dreimal. Ja. Hier bin ich. Ja. Grüßen Sie. Morgen, ja. Ich bin ganz aufgeregt hier. Hey, jetzt brauchen Sie doch nicht. Sie machen das doch schon ein paar Jahre länger wie wir. Da gab es mich noch gar nicht. Da waren Sie doch schon hier. Ja, da war ich schon. Ja. Wie lange ist das denn jetzt her, Frau Wendt? Über 50 Jahre. 55, 56 Jahre? Ja, also ich bin 63 Jahre alt. Hier in Waldbröl? Hier in Waldbröl, 35 Jahre. Ja, eine lange Zeit. Da bin ich. Wenn wir die 90 gepackt haben, dann steuern wir die 100 an. Ja. Mit knapp 90 Jahren ist Anni Wendt aus Seelscheid die älteste Händlerin. Seit über 60 Jahren steht sie auf Märkten. Und Waldbröl ist sie bisher fast 4 Jahrzehnte treu geblieben. Daneben besucht sie auch regelmäßig die Märkte in Boppard, Neuss und Kerpen. Ja, nee. Früher stand ich ja gegenüber bei Bad hier. Ja. Da hatte ich natürlich Textilien und alles, was ich so. Also ich habe so an das Alter gedacht hier. Vor vielen Jahren begann Anni Wendt, wie sollte es auch anders sein, mit Textilien. Heute bessert sie mit Lavendelsäckchen und Duftölen ihre Witwenrente auf. Müssen Sie denn jetzt hier verkaufen oder sind Sie noch hier, weil es Spaß macht? Was sie aber nicht missen möchte, den direkten Kontakt mit den Kunden. Den kleinen Schwatz mit dem Marktmeister, das quirlige Ambiente. Ich kriege ein bisschen Kontakt zu den Leuten. Ich spreche hier, ich spreche da. Es macht mir Freude. Später Vormittag bei typischem Marktwetter.
Hunderte von Schaulustigen und Käufern tummeln sich auf dem weitläufigen Gelände und in der Markthalle. An guten, sprich sonnigen Tagen kommen bis zu 25.000 Besucher. Offiziell endet der Markt gegen 13 Uhr, aber wenn es so richtig brummt, kann es auch mal eine Stunde später werden. Da hat man wenigstens keine Arbeit mehr mit. Nee. Wenn man das rechnet, 20 Wochen füttern? Nee? Ja. Nee, und am Sonntag. Ja, gut, dann Geld dabei. Genau. Kann man das mixen. Mixer, guck mal. Ist das nicht schön? Ja, für 7 Mark. 6 Mark, nicht rein. Ja, 6 Mark. Auf 6 steht. Weißt du, deswegen gehen wir 5 Meter. Vom Landesamt für Kultur und Kultur. Aha. Aha. Wir weiß denn jetzt hier richtig? Wie das richtig ist? Nee, sag mal, meiner Frau gehen wir 5 Meter hinterher, weißt du warum? Hier sind wir am Handeln. Was? Ja. Geld aber. Auf jeden Fall. 10 Mark Retour, Frau Dr. Rehwein, bitte schön. Ja, was meinen Sie denn? Wenn Sie mal der Bank ausgeraubt haben, wissen Sie Bescheid, jetzt haben Sie. Stört mich wenig, ja eben. Ja, noch mach vor, holt das Geld. Waldbröl im Oberbergischen und Tillesheim in der Eifel, die beiden einzigen regelmäßigen Märkte dieser Art im gesamten Rheinland, gelten zu Recht als Attraktionen. Und überdies bereichert das bunte Treiben die liebenswürdige Ausstrahlung des Städtchens Waldbröl. Ja, eine Mark. Alles klar? Ja. Jawohl. Dankeschön. Jawohl. Wie geht's so? Guck mal in die Hand. Ja, Tüte ist zu teuer. Guck mal in die Hand. Okay, danke.